Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge Watch Dogs. Wir haben hier gerade, habe ich den Ton an? Doch, ich habe den Ton an, ich hatte nur mein Headset leise gestellt, deswegen konnte ich den Ton nicht hören. Ich dachte gerade, ich hätte Soundprobleme. Das ist natürlich nicht so. In der Bar soll der Typ sich befinden. Ich habe hier scheinbar ein neues Zuhause hier ein paar Meter weiter. Keine Ahnung, wie ich das gekriegt habe. Ist aber auch erstmal egal. Denn ich fahre jetzt erstmal zu der Bar hier runter irgendwie. Hier geht's runter. Und schnapp mir den Typen hoffentlich mal. Und verpasst ihm eine gehörige Tracht Prügel. Oder keine Ahnung, vielleicht doch keine Prügel. Vielleicht bin ich auch lieb. Schauen wir mal, wie der Typ reagiert. Würde ich einfach mal sagen. Wenn er mich freundlich aufnimmt und mir direkt die Infos gibt, die ich brauche, dann kann ich natürlich auch freundlich sein. Gar keine Frage. Der soll das sein. Okay, müssen wir hier irgendwie rein. Was ist hier? Chemische Komponente. Nehmen wir natürlich mit. Hier steht ein Bär vor der Tür. Auch sehr nice. Was ist der Unterschied zwischen einem Elch und einer Skate? Ich aktiviere einfach mal alles. Und jetzt bin ich da. Mwahaha. Ich hatte gehofft, sie können mir helfen. Ich bin auf der Suche nach Ray Kenny. Wie von ihm gehört? Der sagt den Missionsnamen. Was denn? Wollen die mich jetzt hier besoffen machen? Bezahl den Mann. $100 Cash. Kaution für Schäden. Okay. Ja. Ich hab's irgendwie nicht mit Bargeld. Das geht auf deinen Deckel. Auf den Deckel. Oh Mann. Bitter, bitter. Und jetzt reden wir hier mal Tacheles, würde ich sagen. Also. Ja. Was wissen Sie über Raymond Kenny? Erstmal ein Kippen, ne? Direkt den nächsten hinterher müssen. Bist nicht sehr gesellig, was? Ich will hier keinen Ärger, T-Bone. Achte nicht auf den. Er hat sie nicht alle. Kein Respekt vor Künstlern. Okay. Künstler am Arsch. Mürrischer Säufer schon eher. Die haben sich gerne, die beiden. Trink. Hör zu, mein Freund. Du fällst auf wie Omas Mieder an der Wäscheleine. Ich bin jetzt schon besoffen, oder was? Oh, fuck. Hast du gedacht, du könntest reinspazieren, als wäre das dein Laden? Fuck, das ist mega schwer zu steuern. Nein. Jetzt neuer Versuch. Keine Sorge wegen der Fliegen. Das ist Eiweiß. Geschafft. Gut. Direkt der nächste oder was? Was geht bei dem? Kipp weg die Scheiße. Junge. Wie soll ich das schaffen? Stadtmenschen sind Energievampire. Die saugen dich aus. Oh, richtig glücklich geschafft. Wie viel soll ich da trinken? Komm, kipp nochmal nach, Kollege. Gib ihm richtig hier. Komm, da trinken wir noch einen, oder? Da gebt er uns noch einen. Und gleich kippt er tot um hier. Und hau weg die Kacke. Zack, zack. Oh, jetzt bin ich gut, glaube ich. Mann, du hast Nerven. Vier, komm, vier. Ich bin tot. Drei. Eins. Zack, auch geschafft. Komm, kippen wir nochmal nach, oder? Einer geht noch. Jawohl, da geht noch einer. Da geht noch einer. Und Prost, weg die Kacke. Oh Gott. Wären sie dir gefolgt, müsste ich dich erschießen. Wie soll ich denn das schaffen? Dass jemand an meinem Visier gedreht hat. Das wird eng. Zwei,
4, 3, geschafft. Junge, kippen wir noch einen nach, oder? Da geht noch einer. Komm, Kollege. Jawollo. Da geht noch was. Was sagst du, wie der Name war? Muss ich jetzt nicht trinken? Wie langweilig. Raymond. Der gibt mir richtig. Was ist jetzt kaputt? Oh, durchs Fenster. Es geht auf deine Rechnung, Tibor. Ja, ja. Bam. Du schuldest dem Mann $100. Der zerstört mich richtig. Junge, was geht mit T-Bone? Zack. So, jetzt habe ich ihn. Hallo, Ray. Sei nicht so verdammt. Oh, fuck, der hat den Elektroschocker. Was jetzt? Haben wir ihn jetzt oder haben wir ihn nicht? Er lädt erstmal. Was macht er hier? Da wir die Formalitäten nun hinter uns haben. Hör mir gut zu, Freund. Ich warne dich. Dass du hier bist, bringt auch mich wieder auf den Radar. Ich habe Informationen. Na, du bist ja lustig. Das Problem ist, ich kann es nicht entschlüsseln. Also komme ich zur Quelle. Shit. Also hast du mich auf den Scheißradar gebracht. Oh oh. Vorsichtig. Wir? Und warum sollte ich dir helfen? Denn das macht uns nicht zur besten Freunden. Nicht? Warum? Jemand wollte mich ermorden lassen. Dabei starb meine Nichte. Aber was in diesen Dateien steht, wird mich zu ihnen führen. Ich werde ihn finden, mit dir oder ohne dich. Aber mit dir wäre es einfacher. Okay. Ich schlag dir einen Handel vor. Meinst du, ich bin in dieser Staubschüssel wegen dem Ambiente? Ich glaube nicht. Seit diese Bastarde mich gefeuert haben, habe ich versucht, wieder reinzukommen. Ich brauche einfach nur jemanden, der Spyware in ihr Netzwerk schmeißt. Das bin dann wohl ich. Wäre es einfach, hättest du es längst gemacht. Hey, wenn es schwer wäre, hätte ich es längst gemacht. Es ist unmöglich, auch nur an ihre Nähe zu kommen, ohne Großalarm auszulösen. Die haben ein biometrisches Profil. Ich habe Plumpen in meinem Gebiss, die sofort die Security alarmieren. Dabei kann ich dir helfen. Aber hinterher kommst du mit mir nach Chicago. Okay. Oh, tue ich das? Er ist davon nicht so überzeugt. Folge mir. Wohin gehen wir jetzt? Hoffnung ist ein Trauerspiel, ist beendet, oder? Sehr immer noch da. Neues Missionsziel, folgen Sie T-Bone. Kunst. Das da ist eine Sprengfalle. Und wenn du sowas nicht erkennst, bist du nicht paranoid genug, mein Freund. Ich habe noch mehr davon. Und tja, wenn du mich findest, ist es nur eine Frage der Zeit, bis andere es auch tun. Also lass uns anfangen. Hör mal, ich habe einen echt engen Zeitplan. Je schneller wir das erledigen können, desto... Ich glaube, du verstehst dein eigenes Spiel nicht, mein Freund. In Chicago läuft eine Software, die dafür gemacht wurde, Leute zu finden. Ich weiß, wie das CTOS denkt, weil ich sein verdammter Papa bin. Und es hat immer noch mein Bild in der Brieftasche. Solange du meine biometrischen Daten nicht aus dem System nimmst, bin ich nutzlos für dich in Chicago. Und meine Kunst, wie du sie nennst, wenn du es vergeigst, muss ich auf das Echo gefasst sein. Hier, ich zeig dir. Ich glaube, hier kommen gleich ein paar Leute, wirklich mal sagen. Bereit? Achtung! Was macht er jetzt? Cool. Aber hallo! Hast du das gespürt?
Wow, rück die Knochen gerade. Probier's mal. Bam, bam, bam. Macht das nicht Spaß? Hey, wenn du dir den Arm wegsprengst, dann mache ich dir einfach einen neuen. Dein Vertrauen ist ermutigend. Oh, tut mir leid. Ist es mein Job, dich aufzubauen? Dich anzufeuern? Ich glaube, du missverstehst unsere Beziehung hier. Ich sehe Möglichkeiten. Du kannst mir... Ich glaube, du missverstehst. Hier ist eigentlich alles darauf vorbereitet, dass hier gleich jemand kommt. Vergangenheit anstößt. Ich bin keine Möglichkeit. Ich bin deine zweite Chance. Na gut. Ich glaube, ich mag dich. Aber Freunde sind wir noch nicht. Als erstes brauche ich mal etwas Bloom-Hardware. Ich bin schon eine Weile da raus. Ich muss rausfinden, wie ihre Scanner funktionieren. Du willst, dass ich bei Bloom einbreche? Nicht direkt. Irgendwer hat die Hardware bereits gestohlen. Insider-Job. Ist viel wert auf dem Schwarzmarkt. Ich habe die Typen beobachtet. Sagen wir mal, es sind echte Waffenliebhaber. Nimm eins von meinen Gewehren. Du wirst es brauchen. Fahr für mich bei der Tankstelle vorbei, ja? Die Porny Gangster-Miliz hat etwas, was mir gehört. Also musst du da rein und mir meinen Truck holen. So, machen wir das erstmal, ne? Würde ich sagen. Wie kommen wir denn da hin? Ah, hier steht glücklicherweise natürlich. Ich bin hier am Arsch der Welt, um mich mit einem... Zack, Ziel, fertig. ...missmutigen Cyberterroristen. Aber... Ja, den soll ich hier unten auf die Straße. Und nicht nur wegen der Tat. Ah, hier komme ich nicht durch. Ich setze ihn gegen Damien ein, wenn es sein muss. Meinen Teil des Deals halte ich ein. Hier ist ein Jump. Bäh. Nice Jump. Heute kommt keine Bahn mehr. Die Poller können abgesenkt werden. Und ich muss jetzt hier erstmal den Truck besorgen. Ich gehe, glaube ich, von hier rein. Da vorne das ist der Truck. Du machst es mir nicht leicht, T-Bone. Das sehe ich mir genauer an. Nehmen wir die Waffe, ne? Den ersten direkt mal ausheadshotten hier. Fuck. Da oben ist er. Ich suche mir ein Ziel. Aber ich bin besser. Kann ich hier irgendwas herstellen? Sie? Komm, geh. Anvisiert. So, jetzt muss ich irgendwie an den Truck rankommen. Wo sind denn die jetzt nur? Die werfen hier mit 1000 Granaten. Wie viele haben die denn davon? Das war das Auto und das Motorrad. Brauche hier Hilfe! Schnell! Jetzt gibt's keine Verstärkung mehr. Das gibt's doch nicht. Zack, der hat einen Kopfschuss gekriegt. Tue ich das? Ich bin mir da noch nicht so sicher. Komm, zeig dich, Kollege. Greife Ziel an! Versuch näher ranzukommen. Ich sitze hier fest! Oh fuck. Wo ist denn hier einer? Ich sehe den hier gar nicht. Zack, Headshot. Und jetzt der letzte noch. Scheißdreck! Die sind alle tot! Oh, der geht da weg. Wo ist denn der jetzt? Kollege, zeig dich. Oh Mann, ey. Klettern, komm, geh rüber.
Bring's zu Ende! Bring's zu Ende! Ich könnte auch einfach den Truck nehmen und wegfahren. Und das wäre zu einfach. Der Typ kommt hier gleich rum. Komm, zeig dich, Kollege. Hier ist es auch hier. Mach Meldung. Der hat echt einen Poncho auf dem Kopf. Was ist das für ein geiler Truck? Gab's nicht noch einen langsameren Truck? Machst du Witze? Du hast ihn tatsächlich? Klar, hab ich ihn. Ja, ich hab ihn, aber sie sind an mir dran. Oh, Scheiße. Und was machen wir denn jetzt? Was soll denn das bitte heißen? Ich hätte nie gedacht, dass du den Scheiß-Truck wirklich kriegst. Schubst Wenn du den Truck haben willst, los! Musst du dich schon ein bisschen anstrengen. Ja. Cool, ja. Schubst ihn okay. Von der Straße. Ich glaube, locke sie in die Nähe einer meiner Skulpturen. Geben wir ihnen etwas Kunst. Wie komme ich denn da rüber? Ah, da, vorne. Knall in ihn rein! Hier rüber und dann da vorne, über die Brücke. Oh, das ist schon gefährlich hier. Wasser ist immer gefährlich. Nimm ihn von der Straße! Zack, hier hoch. Irgendwer ruft mich gerade an. Führe sie an meiner Skulptur vorbei. Sie ist bereits verdrahtet. Ist gefährlich am Amtibo. Fuck. Hier ist das nächste Ding. Nice, hier steht ein Motorrad. Was hab ich bitte für Glück, dass hier das Motorrad steht. Und ein Jump. Jump! Komm ich darüber? Oh, ich komme darüber. Wie nice ist das bitte? Und die kommen natürlich nicht hier rüber. Von daher komme ich hier jetzt entspannt weg. Entspannt komme ich hier weg. Das gibt's doch gar nicht, wie entspannt das ist. Zack, ich bin entkommen. Lassen wir es. Der Kerl ist unfassbar. Missionsziel erfüllt. Und schauen wir mal, was kommt jetzt. Akt 3, Hoffnung ist ein Trauerspiel. Mission beendet und damit verabschiede ich mich auch schon für heute. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, ciao.